Nachdem es mehrere Monate lang fast wöchentlich neue Skandale rund um Kollega zu hören gab, läuft es seit Ankündigung von seinem neuen Album Alpha Gene 2 wieder deutlich runder für den Rapper. Der Düsseldorfer konnte nach Abgang seines Signings Jigsaw und Gent sowie dem nicht mehr öffentlichen Promo-Machen für seine dubiose Alpha-Mentoring-Gruppe wieder deutlich an Fans zurückgewinnen. Mit seiner ersten Single Alpha Genetik feuerte er ein regelrechtes Punchline-Feuerwerk ab und überzeugte vor allem die älteren Fans, dass er immer noch sein Output von früher liefern kann. Dutzende Politiker in Deutschland demonstrierten bereits für eine Absage sämtlicher Konzerte seiner Monument-Tour. Auch der neue Post des Berliner Rappers Mauli schlägt in eine ähnliche Kerbe. Der 26-jährige Rapper vergleicht Kollegas Outfit in seinem Video Valhalla mit einem Outfit eines Nazi-Offiziers. Damals hieß das wahrscheinlich eher Uniform und nicht Outfit. Die Ähnlichkeit der beiden Ledermäntel ist auf jeden Fall nicht von der Hand zu weisen. Kollega sprach selbst davon, dass das Video eine versteckte Aussage hat. Kann also sein, dass Kollega hiermit offen triggern will oder offen polarisieren will. Ebenfalls auffällig ist ein Deutschland-Pullover, also mit einer Deutschland-Flagge an der Seite, was auch von der Bundeswehr getragen wird. Was meint ihr, ist die versteckte Botschaft hinter Kollegas Track? Und was meint ihr zum Post von Mauli? Schreibt uns eure Meinung unten in die Kommentare. Ansonsten haben wir noch weitere News und Videos, die ihr gerne abchecken könnt. Daumen hoch und Abo nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Raptastisch.